gut angekommen. Die ersten Eindrücke waren super. Ich habe mich gefreut, hier hinzukommen. Aber seit ich hier bin am Stadion, ist es noch besser geworden. Ich habe selber so das Gefühl gehabt, wo ich hier gespielt habe, Ende Januar, habe ich gedacht, boah, das ist schon geil, hier zu spielen. Schon ein großer Verein. Und dann meinte mein Bruder, sie haben Interesse in dich. Und da habe ich mal mit alten Kollegen von mir geredet, Ludo. Und kurz mit ihm gesprochen, für eine Stunde oder so. Und dann noch ein bisschen überlegt. Dann haben sie mich hier angerufen. Habe ich mit der Trainer und mit Klaus gesprochen. Und seitdem wusste ich, okay, ich will hier spielen. Jemand, der offensiv sehr zielstrebig ist, der den direkten Weg zum Tor sucht, der selber torgefährlich werden kann, der aber auch seine Mitspieler in Szene setzen kann. Ja, darüber hinaus ist er technisch sehr stark, schnell, also ein Spieler, der offensiv sehr, sehr viel mitbringt. Ich glaube, Manu kann man noch als einen echten Straßenfußballer bezeichnen, der jede Menge Spielfreude in sich trägt, der mutig spielt, der mit Überzeugung spielt und der ja, Dinge kreieren will, der den Unterschied ausmachen will und ja, darauf freuen wir uns. Ich kann schlecht gegen mich verlieren, so ich probiere immer 100% zu geben, weil ich würde gerne, aber sehr gerne jedes Spiel gewinnen. Und ich glaube, dass das auch zeigt, mit wie ich spiele. Wenn ich den Ball habe, will ich sehr gerne nach vorne spielen, immer Tore machen, weil mit Toren kann man Spielen gewinnen. Ich freue mich natürlich auf den ersten Tag, weil dann kann ich jeder kennenlernen. Sie ist den Jungs, da weiß ich, wie es ist, die Atmosphäre in der Mannschaft und so. Aber auch für das Trainingslager, wie es läuft. Ja, neben dem, dass er sich sportlich natürlich noch weiterentwickeln kann und in all seinen Bereichen noch Luft nach oben hat, ja, erwarten wir natürlich auch, dass er sich voll in die Gruppe integriert. Aber da machen wir uns gar keine Sorgen und sind sehr zuversichtlich. Ja, ich weiß nicht, ob die Fans natürlich warten oder was dann auch, aber ich spiele, wie ich spiele, so wie ich bin. Ich gebe immer alles und das können sie erwarten von mir.